dem Level hier. Momentan zumindest. Da passt das schon. Naja, den brauche ich jetzt so eigentlich nicht. Bauen wir hier einfach nochmal so Nahrungsdingen hin, fertig. Oh, der hat aber das J-Pad. Verstärkte Klinge, die sieht ja geil aus. Was hat er denn hier? Oh, die ist aber nicht so besonders. Ich meine, gut, wir kriegen 80 TP mehr, aber who cares? Scheiß drauf. Verkaufen wir das Ding hier nochmal. Gut. Gehen wir mal hier hoch. Schon wieder einer, das gibt's doch nicht. Hm. Auch nicht schlecht. Ach, für Dust? Nee, bestimmt nicht. Schade, ich hätte gerade den Scheiß da für Dust verkaufen können. Aber egal. Mal Maschinengewehr hier hin. Ugh. Toll. Naja. Gut, dann machen wir mal hier unten weiter. Ach, jetzt sind die alle abgeschaltet. Das ist doch kacke, ey. Naja, kann man nichts machen. So, jetzt werden wir angegriffen. Okay. Ja, die sind natürlich auch alle abgeschaltet. Das ist natürlich richtig bescheiden. Ja, und deswegen brauche ich sehr viel Nahrung. Weil irgendwann ist der Punkt da, wo die wirklich super schwierig sind. Oh oh. Meine Fresse. Wow. Das war jetzt schon sehr, sehr heftig. Ich glaube, das war mit das Heftigste überhaupt bisher. Aber auch nur, weil sie hier alles ausgeschaltet haben. Du kommst wieder da oben hin. Du kannst immer nicht dran arbeiten. Ekelhaft. So, ich muss mal eben hier was schauen. Dann nehmen wir jetzt... Wir haben drei Räume. Wir können hier dicht machen. Nein, wir machen hier unten dicht. Und dann bauen wir jetzt nochmal ein Indu hier hin. Oh, und das ist natürlich sehr fies mit der Forschung jetzt. Na gut. Dann ist das so. Kann ich nichts dran ändern. Ist schon wieder was abgeschaltet? Leute, gibt's doch nicht. So, wir haben jetzt 22 Räume. Dann baue ich jetzt noch ein Indu hier hin. Und dann war's das, glaube ich, auch. Die anderen Module würden zu teuer werden. Das hier funktioniert und das hier nicht. Na, ist doch blöd. Naja, komm. Nehmen wir hier den nächsten Raum mit. Oh. Okay, keine Monster. So, na, Nahrung haben wir bekommen. Das ist nett. So, dann sichern wir den Raum hier auch.
Scheiße. Ja, jetzt kriegen wir auch noch Monsterbesuch. Ist natürlich richtig klasse. Bleibt immer ganz da oben. Jetzt geht's ja richtig rund. Quatsch, das hier wollte ich. Also jetzt muss ich echt hier verteidigen. Das ist nämlich die Scheiße, ey. Wenn das hier nicht alles so gedingst wäre, dann hätte ich hier auch mal ein bisschen bessere Schnitte. Das ist ja echt bescheuert. So, hier ist wahrscheinlich keiner. Geh du mal hier gucken. Auch nichts, okay. Puh, bauen wir hier mal einen Tesla hin. Echt heftig. Richtig heftig ist das momentan. Ja, lohnt sich eigentlich nur hier was zu bauen? Das werde ich jetzt auch mal tun. Ja, also, wie gesagt, dafür brauche ich jetzt die ganze Nahrung. Ich bin gerade versucht, nochmal hier so ein Nahrungsding hinzubauen, obwohl wir schon bei 24 sind. Also es geht jetzt nur noch hier weiter und das kann nicht mehr viel sein. Eigentlich lohnt tut es sich nicht, das mache ich jetzt auch nicht. Ja, letzte Tür, okay. Ich wollte gerade sagen, da habe ich das hier fast umsonst gebaut, aber das hält uns jetzt doch, glaube ich, schon viel vom Leibe. Wie man sieht, hier gerade auch diese kleinen Nervviecher. Nein! Fuck! Scheiße! Da war ich zu lahm. Oh, shit! Ja, das ist nämlich der Kack. Man sieht es manchmal einfach nicht. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Ich war aber ein bisschen... Da muss ich Sascha doch mitnehmen. Alter! Come on. Pack ich jetzt noch kaputt. Ja, dann muss ich jetzt Sascha rekrutieren. Scheiße, ey. Mann! Das ist sau ärgerlich. Wirklich sau ärgerlich. Oh. Fuck. Ha, Sascha haben sie mir auch weggebrezelt. Geil, ja. Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem. Boah. Super. Echt klasse. Gut, ja. Also das ist mir bisher, glaube ich, echt noch nicht passiert. Klar, mir sind schon Leute gestorben, aber nicht auf dieser Ebene. Also wirklich nicht in diesem hohen Level hier. Aber naja, okay. Wir machen es jetzt so. Ich werde... Hier werde ich Energie abstöpseln. Dafür werde ich... keine Ahnung, hier welche aktivieren. Die hier werde ich auch abstöpseln. Damit die erst hier spawnen, dann dauert das ein bisschen. Komm, weißt du was, du gehst schon mal dahin. Du bleibst da. Na gut, verlieren wir jetzt trotzdem nicht, aber das ist schon sehr... Jetzt haben wir gleich für die nächste Mission ein Handicap, ein dickes Handicap.
Kreang war auch noch auf dem höchsten Level, also sehr, sehr ärgerlich. Ja, wir vier. Nee, den vierten gibt's nicht mehr. Dann gibt's doch noch mehr Level. Ja. Scheiße. Fuck. Oh, ist das ärgerlich. Ja, aber wir haben dafür Ken freigeschaltet. Ist ja schon mal etwas, ne? Das ist ja schon mal etwas. Oh, mein Gott, ey. So ein Shit. Oh, sorry, aber es ist so ärgerlich. Mann. So, das darf eigentlich nicht passieren. Aber gut, ist passiert. Dann bauen wir die Nahrungsdinge hin. Du kommst mal gleich dahin. Mal Indu. So, dann machen wir mal hier weiter. Oh, nee. Also das hat mich jetzt ziemlich fertig gemacht. So ein Scheiß. Boah, wie schnell ist der denn jetzt? Was ist mit dem passiert? Geschwindigkeit 68. Ah ne, der ist aber sogar noch schneller. Hm. Wo hab ich... Achso, das sind alles die Sachen von Kreang. Scheiße, hätte ich auch noch verkaufen können für Dust. Ach nee, Dust kann ich ja nicht mitnehmen. Naja, okay. Oder auch nicht, ne? Okay, hier ist schon mal safe, das ist gut. Haben wir hier eine vernünftige Geschichte? Ja? Ach so. Okay, macht Sinn. Das macht Sinn. Hier brauchen wir 7 Runden. Ach du Scheiße. Na gut. Dann komm du mal hier hin. Komm, vielleicht haben wir einen Helden. Das wäre geil. Nein. Oh. Warum? Warum? Hm. Ja, komm, gehen wir mal hier weiter. Was sind der so? Ist denn der so flott? Gibt's ja nicht. Nehmen wir den hier unten, dann kommst du hier hin. So, dann bauen wir hier nochmal ein Indo-Modul. Ich habe nämlich ein bisschen sehr wenig Industrie, weil ich mich da so auf Nahrung gerade konzentriert habe, die ich auch noch brauchen werde. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt verfällt. Baue ich hier mal ein Maschinengewehrchen hin. Okay, da sind wir safe. Noch 5 Runden. Ach, gehen wir mal hier einfach weiter. Scheißegal. Hm. Doch, Monster. Ja, noch geht das alles. Aber wie ihr gesehen habt, das kann auch ganz schnell ganz, ganz böse werden. Ich baue hier nochmal einen Tesla hin. Ja, es scheint auch sehr, sehr weit hier wieder zu gehen. Ja, und die Hälfte rennt hier wieder durch. Aber die kriegen wir kaputt, sehr gut. Oh, ich brauche hier echt noch einen Helden. Das ist ein großes Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Gut, sehr gut. Also Forschung baue ich jetzt diese Runde, glaube ich, nicht. Also wir haben 861. Und wenn wir nicht gerade einen Händler finden, der gegen Forschung handelt, ja, ist das eigentlich Quatsch. Also wir brauchen jetzt halt einfach keine Forschung mehr, ne? Wir generieren sowieso 3 Stück. Und für diese WIM-Kanone, die ich jetzt ja gleich auch noch hinpflanzen werde,
reicht das allemal. Also das Teil macht dann schon richtig heftig Schaden. Nochmal ein Indu. Da setze ich gleich mal, glaube ich, zwei hiervon hin. So, also das, wenn ich jetzt mal gucke hier. Angriffskraft pro Punkt gelagerter Wissenschaft 1,3. Also, ne? Wisst ihr Bescheid. So, machen wir hier weiter. Ach, immer noch kein Held. Oh, das läuft hier. Auf jeden Fall. Warum ist denn der jetzt so lahm? Ach so, die können die, glaube ich, auch verlangsamen. Diese komischen Glob-Viecher sind widerlich. Die sind echt eklig. Eklig stark. Der braucht noch zwei Runden, okay. Natürlich. Natürlich kriege ich hier wieder Besuch. Ja, das kriegen wir hier schon ganz gut hin. Außerdem können wir auch den Dust gebrauchen, den die mal fallen lassen. Netterweise. Obwohl das jetzt irgendwie nicht so ganz viel ist. Scheiße. Vielleicht kriegen wir hier das. Das wäre sehr gut. Ja. Gleich zwei Stück. Sehr, sehr schön. Obwohl es hier jetzt auch nicht weitergeht. Also, wir können mal hier noch was bauen. Nochmal ein Indu-Modul. Weil ich werde jetzt doch ein bisschen mehr mit, wie ihr seht, mit Dingens arbeiten. Mit Verteidigung, weil anders geht's nicht. Wir haben gerade einfach viel zu viel verloren, deshalb. Also ich werde mich hier so ein bisschen einbunkern. So, das ist jetzt schon sehr hilfreich. Ihr seht, da geht jetzt schon einiges flöten bei denen. Okay, hier ist keiner gestorben. Schade. So, ja. Hier, es bleibt von Level zu Level wirklich gleich. Ist gut zu wissen. Das ist mir nämlich vorher auch noch nicht aufgefallen. Um das mal zuzugeben. Oh, Mitzi. Die ist auch ganz nett. Oh, die ist Level 10. Also wir hinken wohl auch sehr hinterher mit dem Level. Tja. Tja, Mitzi ist ganz nett, also Mitzi, wie ihr das hier vielleicht gleich mal seht, da taucht immer so ein Geist auf, also Mitzi ist besessen. Das ist schon sehr, sehr lustig. Die ist auch eine Einzelgängerin, also sie ist eigentlich die, die man am besten wegschicken sollte. Die hat aber so eine geringe Geschwindigkeit. Jetzt machen wir das so. Kriegst du den Raumanzug? So. Was ist das hier für ein Teil? Wop. So, dann kriegst du das. Was ist das? Nö, das ist gut. Also, die ist jetzt nur nicht so schnell. Das ist nicht so gut. Aber die ist Level 10. Das ist schon sehr geil. Also, wenn ich hier mal gucke. Verteidigung 42. Also, die hat... Okay, jetzt... Er ist wirklich die Festung an sich. Die hat aber auch eine hohe Angriffskraft und Verteidigung ist nicht schlecht. Also Mitzi nehme ich jetzt erstmal hier als Scout. Weil wie gesagt, sie ist halt hier auch Einzelgängerin. So, die Verteidigung der anderen Leute minus 10. Ja. Ist ein bisschen doof. Deswegen nehme ich sie eigentlich auch nicht so gerne, aber die ist auf jeden Fall stark. Mit der kann man wenigstens was reißen. So, wie kommt's mit denen hier?